habe heute mein Everyday Make-up für euch, also ja, im Prinzip das Make-up, was ich schminke, wenn ihr mich in Videos seht. Und ich habe da selber auch total Lust drauf, weil ich mich so oft frage bei älteren Videos, was hast du denn zu dem Zeitpunkt eigentlich genau benutzt? Ich weiß es dann auch nicht mehr genau. Deswegen, ja, machen wir das heute mal. Und ich benutze im Moment eine neue Hautpflege und arbeite auch wieder seit längerem mit Säuren, chemischen Säuren. Und dementsprechend ist meine Haut im Moment ein bisschen sensibel, deswegen werde ich dann nochmal, was den Primer angeht, was Feuchtigkeitsspendenderes benutzen. Erstmal benutze ich immer noch die gleiche Lippenpflege wie vor 1000 Jahren, die Barbour Lifting Cellular Firming Lip Booster. Ist irgendwie was Leichtes, super für vor Make-up und geht irgendwie nie alle. Was aber fast alles ist jetzt meine zweite oder dritte Flasche von dem Smashbox Primerizer. Wenn ihr trockene Haut habt oder feuchtigkeitsarme Haut, ist das ein mega Primer. Und gerade in der T-Zone, wo ich eben im Moment diese Säuren auftrage, ist es doch ein bisschen trockener. Und der ist aber so flüssig, dass man den auch ganz gut so auf den Rest des Gesichts verteilen kann und der bietet einfach eine richtig schöne Base, der ist schön dünn und irgendwie so kühl vom Gefühl. Grundierung benutze ich seit letztem Jahr, glaube ich, von L'Oreal Age Perfect Glow Tinted Cream. Ich habe die Farbe Medium to Dark und ihr seht, das ist fast alle und ich benutze das oldschool-mäßig mit der Hand tatsächlich. Ich finde, dass das Produkt am besten mit der Hand aufzutragen ist, aber ich muss hier echt gucken, dass hier noch was rauskommt. Oh mein Gott, wartet. So, jetzt habe ich was rausbekommen. Sieht so aus von der Konsistenz, also wie so eine Creme und von der Farbe so. Und ich liebe ja diese Grundierungen, die jetzt nicht wirklich Deckkraft geben, aber einfach einen ebenmäßigeren, so von der Sonne geküssten Ton optisch. Und das macht das. Ich hatte das ja in einem Drogerie-Dupes-Video, glaube ich, vorgestellt. Hoffe ich zumindest, dass das richtig ist. Für mein CC Serum von By Terry, was ich immer noch nach wie vor sehr liebe. Aber das hier ist jetzt schon so alle, dass ich gesagt habe, ich versuche jetzt erstmal die Sachen, die wirklich fast alle sind, auch aufzubrauchen. Aber ich glaube, das ist echt so ein Produkt, wenn ich irgendwann mal meine 1000. Flasche von dem CC Serum, was ist mit mir? Serum aufgebraucht habe, könnte ich mir echt vorstellen, das nachzukaufen, weil ich das eine schöne Alternative finde. Es ist natürlich nicht 1:1 eine Alternative, aber dafür, dass es wesentlich günstiger ist, wenn es vom Hautton für euch passt, finde ich das super schön. Könnt ihr das sehen? Es gibt einen richtig schönen Glow. Ihr seid leicht so ein bisschen, je nachdem, was euer Hautton ist, aber so leicht sonnengeküsst vom Ton her. Ihr habt keine Deckkraft per se. Also ihr seht, die Sommersprossen kommen immer noch raus. Aber es ist einfach so ein bisschen mehr geebnet. Und das ist das, was ich im Alltag benötige. Also eigentlich gehe ich auch so oft raus. An Concealer benutze ich den, den ich euch in meinem Drogerie-Neuheiten-Video gezeigt habe. Revlon Candid Concealer. Ich habe die Farbe 30. Das war die dunkelste Farbe, die ich gefunden habe. Und die ist schon ziemlich hell, werdet ihr gleich sehen. Also ich finde die schon sehr hell. Aber ich muss sagen, im Moment mag ich das gar nicht, wenn meine Grundierung zu stark deckend ist und ich das Gefühl habe, dass das so zu kleistert, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich meine das jetzt nicht negativ, aber einfach bei mir ist es so, ich habe manchmal solche Phasen, wo ich mir denke, oh nee, irgendwie gefällt es mir nicht. Und seitdem ich diese Glow Cream, Tinted Cream benutze mit diesem Concealer, mag ich meine Grundierung wieder total. Es ist sehr, sehr leicht, aber irgendwie trotzdem deckend genug, dass ich einen Unterschied feststelle. Und ja, irgendwie fühle ich mich wohl damit. Ich habe den Concealer jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen getestet seit dem Video. Das ist von der Deckkraft, ich hoffe, ihr könnt das sehen, nicht stark deckend. Also auf gar keinen Fall, falls ihr starke Deckkraft benötigt oder jetzt zum Beispiel zu meinem All-Time-Favorite Tarte Shape Tape, ist das auf jeden Fall nicht eine Alternative. Aber wenn ihr jemand seid, der eher ja, leichtes Make-up trägt und nur auch einfach so eine leichte Deckkraft möchte, für den könnte der echt was sein. Und was ich an dem toll finde,
Ich muss kein Puder auftragen. Also ich finde, der setzt sich kaum in die Fältchen rein. Und das habe ich ja sehr, sehr selten. Ich habe ja eher immer starke Probleme damit, dass es sich extrem in die Fältchen absetzt. Aber ich denke mal, auch dadurch, dass der ja nicht so stark deckt, dass er dann eben auch nicht so dieses sehr cremige Feste hat, was sich dann eben so in die Fältchen setzt und nicht mehr sich verteilen lässt. Im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass der dennoch feuchtigkeitsspendend ist. Und auch da wiederum habe ich Concealer ausprobiert, wo die sich dann in die Fältchen gesetzt haben. Und das habe ich hier, wie gesagt, echt nicht so doll. Aber ihr seht, das ist jetzt keine starke Deckkraft. Im Alltag würde ich das jetzt so lassen. Für Videos benutze ich meistens ein Setting Powder, also ein Fixierpuder. Das ist jetzt falsch rum. Das ist von Hourglass das Veil Powder. Aber ich habe hier schon mal was reingetan in das Deckelchen. Und das packe ich mir einfach auf so einen, ja, auch festgebundenen Pinsel und gehe in tupfenden Bewegungen über den Concealer drüber und verblende das so ein bisschen nach unten. Ich finde nämlich bei dem Puder richtig schön, dass das so ein bisschen die Poren verschwinden lässt optisch. Und dann gebe ich mir auch noch ein bisschen was zwischen die Augenbrauen. Eigentlich so die T-Zone entlang, weil da werde ich dann doch schon ab und zu mal ein bisschen öliger. Und ich muss euch echt sagen, Puder und ich sind ja eigentlich auf dem Kriegsfuß, weil ich finde, das sieht immer so trocken aus. Ich habe das Gefühl, es sieht schlimmer aus als vorher und dann fixiere ich lieber gar nicht. Aber das Puder ist wirklich, wenn ihr gerade auch eine normale bis trockene Haut habt oder feuchtigkeitsarme Haut, ist das wirklich eine schöne Alternative, weil das einfach so schön drüber gleitet und meiner Meinung nach nie so krustig aussieht wie viele andere, wo ich sofort das Gefühl habe, so die saugen jegliche Feuchtigkeit aus dem Gesicht. Jetzt geht's an den Bronzer. Da bin ich ehrlich, ich benutze einen Limited Edition Bronzer. Der war von Art Deco aus der All Seasons Kollektion, All Seasons Bronzing Powder. Ich habe ihn aber zumindest noch auf Amazon und ein paar anderen Seiten entdeckt. Ich werde versuchen, euch den zu verlinken. Ja, weil das ist einfach der, den ich jetzt immer benutze. Und ich finde an dem einfach toll, dass der so ein bisschen leichten Schimmer hier in der Mitte hat und dadurch ist es nicht so total matt und manchmal sieht es dann so, ja, nicht so lebendig aus und ich finde, bei dem ist das toll, dass der drei Farben hat. Außerdem kann ich ihn dann auch als Lidschatten benutzen, weil ich quasi drei Lidschattenfarben habe und ja, das gebe ich mir eigentlich aufs komplette Gesicht auf, um mich so ein bisschen aufzuwärmen. Übrigens, welche Pinsel ich benutze, das werde ich euch in die Infobox schreiben, weil ich das jetzt nicht jedes Mal sagen kann. Plus jetzt zum Beispiel bei dem ist es leider so, da haben schon einige gefragt, das war auch mal aus einer Limited Edition ein Pinsel tatsächlich von Essence. Und das ist wirklich einer meiner allerliebsten Pinsel. Dann trage ich mir fix ein bisschen Blush auf mit dem gleichen Pinsel einfach. Das ist Life's a Peach von L'Oreal, dieser richtig schöne pfirsichfarbene Ton. Und den trage ich immer noch. Ich muss ja sagen, bei Blush ist es so, da probiere ich nicht so viel aus, weil ich auch einfach wirklich immer die gleichen Farben eigentlich trage, die zu meinem Hautton passen, auch egal wie gebräunt oder nicht gebräunt ich bin und irgendwie auch zu jedem Make-up-Look. Und dann, wie ich versprochen habe, benutze ich den gleichen Bronzer auch als Lidschatten. Als erstes diese beiden helleren Farben, die gebe ich mir in die Lidfalte und verblende das auch relativ großzügig. Das kommt natürlich total darauf an, wie eure Augenpartie aussieht, aber bei mir ist es so, dass ich das immer relativ großzügig auftrage. Ich finde das vom Look einfach ganz schön und ich ziehe das auch richtig so ein bisschen nach außen. Und dann nehme ich mir einen kleineren Pinsel, die gleichen Farben und trage das entlang des unteren Wimpernkranzes auf. Und dann gehe ich nur in die dunkelste Farbe und packe das richtig auf das bewegliche Lid. Und seht ihr, dass das unterschiedliche Farben sind? Also das finde ich total cool, dass man eben diese verschiedenen Farben in dieser, in diesem einen Produkt quasi hat, also 3 in 1. Zumindest für mich. Ich liebe das ja. Das ist vor allem im Alltag einfach praktisch und man hat halt nicht 1000 verschiedene Produkte und den Lidschatten und die Palette und den Bronzer, sondern so alles zusammen.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich meistens ein Setting Mist auftrage. Das ist jetzt das Dewy Setting Mist von e.l.f. Hatte ich euch auch mal gezeigt als schöne Alternative zu Make Fix Plus. Riecht übrigens sehr, sehr gut nach Kokos. Der Unterschied ist, dass es auf jeden Fall ein bisschen gröber. Das heißt, ich gehe auch gerne nochmal mit einem Beauty Blender oder einem anderen Schwamm übers Gesicht, damit ich nicht so, wie ihr sehen könnt, so grobe Tropfen auf dem Gesicht habe. Aber generell finde ich, das ist richtig schön formuliert. Es riecht angenehm und es schenkt euch einfach einen richtig schönen Glow. Und man hat nicht mehr so dieses Pudrige. Gerade bei mir, wie gesagt, wenn ich mit Puder fixiere, will ich halt, dass es lange hält, aber nicht irgendwie so pudrig aussieht. Und deswegen benutze ich sowas eben oben drüber. Das verschmilzt dann nochmal richtig schön das Make-up mit dem Puder. Während das jetzt ein bisschen trocknen darf, kümmere ich mich schon mal um die Augenbrauen. Ich kämme die einmal nach oben, damit ich das gut sehen kann. Und dann benutze ich den Brow Pen Pro Super Proof von Catrice. Das ist die Farbe Warm Brown. Die Farbe könnte tatsächlich ein bisschen besser passen. Warm ist für mich immer nicht so dolle, aber ich habe jetzt den angefangen zu benutzen und dann benutze ich ihn jetzt auch zu Ende. Es ist jetzt nicht mega schlimm oder so. Und der ist halt toll, weil der richtig schön wachsig ist. Also die Augenbrauen halten wirklich den ganzen Tag. Und gerade wenn ihr eher ja auch so ein bisschen buschigere Augenbrauen habt, ist das ganz schön, weil es schnell geht. Dadurch, dass der ein bisschen dicker ist. Wenn ihr jetzt aber sehr präzise arbeiten wollt, dann muss man bei dem schon ein bisschen aufpassen. Der ist auch super krass pigmentiert. Ich mache das meistens so, dass ich mit dem grob über die Augenbrauen gehe, weil das einfach schneller geht. Und wenn ich präzise arbeiten möchte, also wirklich so Härchen nachahmen, dann gehe ich nochmal mit einem dünneren Augenbrauenstift gerade entlang des vorderen Teils. Dann sieht das so ein bisschen ja gründlicher aus. Das ist nämlich den hier. Den könnt ihr auch online auf jeden Fall kaufen. Das ist von Peri Para, also Korean Speedy Skinny Brow. Und da habe ich die Farbe Natural Brown und die Farbe passt auf jeden Fall wesentlich besser. Und da gefällt mir die Bürste auch besser als bei dem anderen, muss ich sagen. Aber ein Nachteil bei dem ist, der ist nicht so wachsig. Das heißt, der hält nicht den ganzen Tag, zumindest nicht bei mir. Also das finde ich bei dem von Catrice echt super. Aber wie so viele, die es jetzt gibt, hat er eben eine sehr, sehr feine Spitze. Das heißt, gerade vorne, das berühre ich gar nicht. Also den Teil berühre ich gar nicht mit dem anderen Stift, sondern nur mit dem hier. Und dann gehe ich da ganz vorsichtig entlang und versuche eben, wie gesagt, die Haare nachzuahmen und Härchen zu zeichnen. Dann kommen wir wieder zu den Augen und schließen das ab. Da benutze ich jetzt einen uralten Kajal von Zoeva, Graphic Eyes Rock'n'Roll Bright, okay, Waterproof Eyeliner. Auf jeden Fall ist es ein dunkelbrauner Kajal mit so einem leichten Glitzer, würde ich sagen, so ja auch unterschiedliche Farben. Also ich sehe hier leicht so ein bisschen lila, pinken Glitzer, dann so leicht gelblich-gold, also sieht man eben nur, wenn man wirklich ja, mir gegenübersteht. Sehr nah. Von Weitem sieht es einfach aus wie ein dunkler Kajal. Aber irgendwie mag ich die ganz gerne, weil die halt wirklich richtig gut halten. Aber dennoch sehr ja, wachsig sind. Sonst hat man das meistens, dass es entweder wachsig ist, aber nicht hält. Oder es hält, ist aber super trocken und das mag ich halt an der Augenpartie überhaupt nicht. Ich habe nur ein Problem im Moment und das ist, dass meine Augen extrem tränen. Also meine Augen sind sehr, sehr empfindlich, sehr trocken und gerade durch Heizungsluft, Winter und sowieso geht bei mir ja schon die Allergiezeit los, tränen meine Augen die ganze Zeit. Das heißt, manchmal kann ich Kajal einfach nicht auftragen. Das merke ich jetzt auch gerade, dass es ein bisschen schwieriger ist, weil auf der Seite die ganze Zeit das Auge tränt. Yay! Aber wir lassen es jetzt so. Let it be. Ich benutze jetzt Mascara und da haben so viele gefragt, was ich benutze, obwohl ich wirklich so, so lange schon diese Mascara benutze. Und zwar ist das die Caution Mascara von Hourglass. Die habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Die habe ich auch in meinen Jahresfavoriten gezeigt. Caution Extreme Lash Mascara. Die krümelt bei mir nicht. Die schenkt mir sehr, sehr viel Schwärze und Länge und Definition. Nicht unbedingt das meiste Volumen, aber das finde ich irgendwie im Moment okay.
ich mag den Look einfach am meisten im Moment und vor allem liebe ich wirklich daran, dass sie bei mir nicht krümelt und sich nicht abstempelt, weil das habe ich so, so oft mit Mascaras in letzter Zeit gehabt und ja, die sind ganz, ganz toll, was Volumenschenken angeht, aber bringt mir auch nichts, wenn eine halbe Stunde später die Mascara überall ist, nur nicht mehr auf den Wimpern. Als letztes sind natürlich noch die Lippen dran und da bin ich wirklich gerade im Drogeriehimmel. Gerade was Lip Liner angeht, finde ich, dass es in der Drogerie richtig gute gibt. Das ist jetzt hier allerdings einer von Rimmel, also den könnt ihr jetzt leider nur noch, glaube ich, online bekommen. Heißt Tiramisu. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich nicht mehr ohne Lip Liner. Ich finde, dass das bei mir einfach ein Muss ist, weil das sonst so komisch irgendwie aussieht. Ich gehe aber wirklich auch nur entlang meiner Lippenlinie. Ich finde, wenn ich drüber male, bei mir sieht das ganz komisch aus. Und den habe ich euch auch in meinem Drogerie-Neuheiten-Video gezeigt. Der L'Oreal Lippenstift in der Farbe 642 aus der Color Reach Shine Serie. Und gerade jetzt im Winter liebe ich das einfach, wenn ein Lippenstift so ein schön cremiges Finish hat und sich anfühlt eigentlich wie eine Lippenpflege. Aber die Farbe finde ich gerade so schön. Der riecht gut. Nicht so wie andere von L'Oreal. Mag ich sehr. Fast vergessen, ich fixiere meine Augenbrauen noch, damit die nicht gleich, wenn ich draußen bin, im Winde verwehen. Und zwar ist es dieser 24-Stunden-Brow-Setter von Benefit. Der ist wirklich der beste und ohne Farbe. Und das war's. Das ist mein Everyday-Make-up. Das Make-up, was ich schminke, wenn ich für euch filme, Vlogs drehe, Meetings habe, so wie jetzt. Ich muss mich nämlich ganz doll beeilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.